Das israelische Militär hat den Einwohnern des nördlichen Gazastreifens einen weiteren Zeitraum ohne Angriffe zugesichert. Mit abgeworfenen Flugblättern will man offenbar der Bevölkerung mitteilen, sich in den Süden der abgeriegelten Küstenenklave zu begeben. Auf der Route sei in den angegebenen Stunden Bewegung ohne Schaden möglich, hieß es. Die EU kritisierte diesen Evakuierungsbefehl. About this warning of 1 million people leaving Gaza in the north of Gaza in 24 hours, I said, and I am saying that representing the official position of the European Union, is that is utterly, utterly impossible to implement. Durch die israelische Blockade gibt es im Gazastreifen so gut wie keinen Strom und kein Wasser mehr. Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge warnte, es sei eine Frage von Leben und Tod geworden.